Hosenanzug. Reden über Gerechtigkeit, ja, aber vergessen, dann, nein, dass Gerechtigkeit davon haben ohne Innovation wir genug nicht klappt. Innovation und Gerechtigkeit muss es sein. Halt Zukunft sich aneignen, Kurs, in die Zukunft schauen. Gelingt es auch den politischen Mitbewerbern, mit ihrem Schlechtreden bei den Menschen in diesem Land nicht durchzudringen? In ihrer Verzweiflung hoffen sie auf Vergesslichkeit der Bürgerinnen und Bürger, arbeiten zum Teil mit allen Tricks, veraltete Zahlen, und sie versuchen, jedes Kinkerlitzchen zu einem Skandal hochzujatzen. Ich kann euch nur sagen, alles Ablenkung. Ablenkung von eigener Inhaltslehre, von eigener Konzeptionslosigkeit. Hatte die CDU ihren Programmparteitag? Ich habe da mal reingehört. Ich habe viel Schlechtreden gehört, aber wenig über eigene Konzepte. Es deckt sich übrigens mit unserer Erfahrung, ich schaue den Fraktionsvorsitzenden Norbert, mit unserer Erfahrung im Landtag in den letzten 5 Jahren. Deshalb hat wahrscheinlich auch die Programmdebatte, um die es ja eigentlich gehen sollte, keine 5 Minuten gedauert. Es gab keine Redebeiträge. Ich vermute, die hatten schlicht und einfach Angst. Angst, dass die Wahrheit ans Licht kommt, dass die CDU ohne eigenen Plan, ohne Konzepte ist und dass sie bei den so eine Wackeldacke-Truppe darf unser Land nicht regieren. Unser schönes Nordrhein-Westfalen, das ist die Quintessenz. Zuweisen haben, schimpfen Sie lieber über uns. Sogar Ihre Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin haben Sie dafür gestern instrumentalisiert. Aber offenkundig gibt es da ein Problem. Entweder sie kennt sich hier in Nordrhein-Westfalen nicht so gut aus, oder man hat sie mit alten Daten und Fakten gefüttert, oder sie hat ein schlechtes Gedächtnis. Ein Beispiel nur. Sie prangert an die schlechte Investitionsquote, öffentliche Investition. Weiß sie etwa nicht, dass der Hauptträger von öffentlichen Investitionen die Kommunen in diesem Land sind? Erinnert sie sich nicht, dass es die Regierung Rüttgers zwischen 2005 und 2010 war, die den Kommunen 3,5 Milliarden Euro weggenommen oder vorenthalten hat? Liebe CDU, so vergesslich sind die Nordrhein-Westfalen nicht. Nach fünf Jahren CDU-FDP-Regierung mit eurem Spitzenkandidaten am Kabinettstisch mitverantwortlich, waren in Nordrhein-Westfalen 138 Kommunen im Nothaushalt. Heute sind es nur noch 9. Und wer hat sie mit dem Stärkungspakt von dieser Intensivstation geholt? Das waren wir, die Sozialdemokratische Partei Deutschland in Nordrhein-Westfalen. Und das Gleiche gilt auch bei der Bildung. Da beklagen Sie sich, dass die Träger mit der Finanzierung Probleme haben. Haben Sie vergessen, dass dieser CDU-Spitzenkandidat der verantwortliche Minister für dieses Kiebitz ist Mumpitz war und dass darunter die Träger und Kommunen bis heute leiden und dass er den U3-Ausbau verschlafen hat? Wer hat seit 2010 mehr als 200 Milliarden in Kinder, Bildung und Familie investiert? So viel wie keine Regierung vorher. Wer gibt jeden dritten Euro in dieses Zukunftsfeld? Und wer hat die U3-Plätze seit 2010 verdoppelt, dafür gesorgt, dass jeder Platz auch finanziert wird, der gebraucht wird und die Qualität steigt? Das war die Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen. Das ist unser Projekt. Und wer sorgt dafür, dass Strukturen auf der kommunalen Ebene verändert werden, damit die Hilfen für die Familien auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden, damit die Kinder wirklich bessere Zukunftschancen haben und sich Armut nicht mehr vererbt? Kein Kind zurücklassen war für uns und ist für uns nie nur ein Satz. Danke, Martin, dass du das auch in den Bund hineintragen wirst. Das ist ein wichtiges Ziel. Das ist soziale Gerechtigkeit. Wir fangen bei den Kleinsten an. Und das ist der richtige Weg zu beginnen. Denn wir wollen vorankommen mit der Gerechtigkeit in unserem Land. Schauen wir auf den Bereich Schule. 10.000 Lehrerstellen sollten eigentlich wegfallen, weil wir weniger Schülerinnen und Schüler hatten. Die haben sie im System belassen und noch 1.700 obendrauf neu geschaffen. Wer hat
80.000 zusätzliche Plätze seit 2010 in der offenen Ganztagsschule geschaffen und die Schulsozialarbeit übernommen. Da reden wir noch mal drüber für das Wahlprogramm Bundestagswahl. Die Schulsozialarbeit übernommen, als der Bund ausgestiegen ist. Wer hat gute Schule auf den Weg gebracht? Die Schulsanierung mit 2 Milliarden für die nächsten 4 Jahre. Das war die Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen. Das waren wir, die SPD. Und wer hat die Studiengebühren abgeschafft und so dazu beigetragen, dass wir heute 230.000 mehr junge Menschen an unseren Hochschulen haben, die studieren? Und wir haben mit die meisten, die das sogar ohne Abitur tun, und die meisten, die in MINT-Fächern studieren. Das ist Zukunftssicherung für Nordrhein-Westfalen. Das waren wir, die SPD in diesem Land, die das vorangebracht haben. Und wer hat in Brüssel und in Berlin in den vergangenen 7 Jahren immer wieder für den Wirtschaftsstandort gekämpft, für verlässliche Rahmenbedingungen, gegen das Hü und Hott von Frau Merkel beim Atomausstieg, gegen die planlose Energiewende, das Ergebnis von Schwarz-Gelb im Bund. Das war die Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen, die gekämpft hat für unsere Industrie, für die Energieintensiven. Das waren wir, das war die SPD in diesem Land. Und wer hat dafür gekämpft und gesorgt, dass endlich wieder investiert wird in unsere Infrastruktur? 14 Milliarden Euro bis 2030 für Autobahnen und Brücken. Der Landesetat Straßenbau aufgestockt. Und endlich kommt der RX, über den viele geredet haben, wo viele Bilder gemacht wurden. Wir bringen ihn auf die Schiene. Das ist Sozialdemokratie. Das waren wir, liebe Freundinnen und Freunde. Und wer redet nicht nur über Klimaschutz und setzt sich irgendwelche fernen Ziele, sondern wer handelt verantwortlich, mit klarem Plan, der mit der Wirtschaft erarbeitet wurde und allen anderen Beteiligten? Wer bereitet unseren Standort vor auf die nächsten großen Veränderungen mit Innovationsregion Rheinisches Revier, mit dem Umbau, den Investitionen, den Programmen fürs nördliche Ruhrgebiet und mit der Digitalstrategie? Wir sind die Ersten, die eine solche Strategie auf den Tisch gelegt haben. Wir sind die Ersten beim Ausbau mit schnellem Internet. Und wir werden vorne sein, auch beim Lernen im digitalen Wandel. Das ist Zukunftssicherung. Das waren wir, die SPD in diesem Land, die das vorangebracht haben. Wir wissen, ein starker Standort, eine starke Wirtschaft nutzt den Menschen, die hier leben, hilft dem Arbeitsmarkt. Seit 2010 haben wir 730.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte mehr in diesem Land. Jugendarbeitslosigkeit haben wir zurückgedrängt. Auch dank kein Abschluss ohne Anschluss kommen wir immer weiter Richtung Ausbildungsgarantie. Wer sorgt seit 2010 für mehr soziale Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt? Wir aus Nordrhein-Westfalen haben den Mindestlohn eingeführt mit unserem eigenen Gesetz damals, das Tariftreuegesetz. Wir haben ihn dann nach Berlin gebracht und endlich dort umgesetzt. 800.000 Menschen in diesem Land hatten konkret mehr Geld im Portemonnaie. Das ist soziale Gerechtigkeit. Das waren wir, die Sozialdemokratie in diesem Land. Und die politischen Mitbewerber greifen uns an beim Thema Kinderarmut. Wissen Sie nicht, dass Kinder dann arm sind, wenn die Eltern arm sind? Wissen Sie nicht, dass es einen direkten Zusammenhang gibt mit prekärer Beschäftigung? Das ist doch der Grund, warum wir kämpfen gegen die Auswüchse der Leih- und Zeitarbeit. Warum wir sagen, in Zeiten von Fachkräftemangel gibt es keinen Grund mehr für sachgrundlose Beschäftigung. Das ist der Grund, warum wir so vehement kämpfen für die Alleinerziehenden in diesem Land. Weil wir wissen, da ist Kinderarmut verbreitet, weil die Mütter
manchmal auch die Väter, arm sind. Deshalb ist es richtig, den Unterhaltsvorschuss neu und gerechter zu machen. Aber liebe CDU und auch CSU, es wäre auch Zeit, das Rückkehrrecht für Teilzeitbeschäftigte endlich umzusetzen, weil auch das führt in die Armut, wenn man in der Teilzeitfalle festhängt. Und wir lassen auch nicht locker beim Thema Langzeitarbeitslosigkeit, weil wir jedes einzelne Schicksal sehen, jeden einzelnen Menschen. Und da sind so viele, die wollen sich einbringen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und ich finde, sie haben das verdient. Insbesondere dann, wenn wir alle längst nachweisen können, Arbeit zu finanzieren ist nur unwesentlich teurer als Arbeitslosigkeit. Es gibt genug zu tun in diesem Land. Deshalb haben wir erst mal 4.000 Plätze jetzt noch mal geschaffen. Aber dann brauchen wir euch im Bund, damit endlich es mehr Chancen für Langzeitarbeitslose in Deutschland gibt. Das ist die SPD in Nordrhein-Westfalen, die dafür kämpft. Das darf man nicht vergessen. Wer sorgt seit 2010 für mehr Steuergerechtigkeit? Ja, wir kriegen die, wie man bei uns im Ruhrgebiet sagt, alle an der Hammelbeine. Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt. Wir werden konsequenter hinterher sein, dass alle ihren Beitrag leisten, den sie leisten müssen. Mehreinnahmen von 2,3 Milliarden Euro hat uns das gebracht. Unser Dreiklang: Einnahmen erhöhen, sparen, investieren in die Zukunft. Der hat sich ausgezahlt. Wir haben die zweitniedrigsten Pro-Kopf-Ausgaben aller Bundesländer. Die zweitniedrigsten. 2010 musste NRW für jeden Euro, der ausgegeben wurde, noch 9,4 Cent Kredit aufnehmen. Heute sind es nur noch 2,5 Cent. Und 2016 haben wir den ersten Haushalt mit Plus abgeschlossen, den ersten seit 1973. Das waren wir, das war die SPD, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, und dann reden wir gerne auch über Sicherheit. Auch hier haben die Bürgerinnen und Bürger nicht vergessen und die Polizistinnen und Polizisten schon gar nicht, dass damals CDU und FDP fast 500 Polizeistellen abgebaut haben. Da saß mein Gegenkandidat als Minister mit am Kabinettstisch und hat die Hand gehoben, weil ja die Sätze galten. Der schlanke Staat sollte es sein und privat vor Staat. Diesen Irrsinn haben wir beendet. Das waren wir, die SPD in Nordrhein-Westfalen. Wir haben Polizei und Justiz konsequent seit 2010 gestärkt. Die Neueinstellung bei der Polizei von 1.100 auf jetzt 2.000 schrittweise hochgesetzt. Bei der Justiz, Thomas Kutschaty sitzt hier vorne, darum beneiden ihn alle anderen Justizminister, haben wir mehr als 1.700 zusätzliche Stellen geschaffen. Und wer stand denn den Rechtsextremen auf den Springerstiefeln? Wer kämpft gegen Rocker und Clans? Wer hat erfolgreiche Methoden eingesetzt, um Einbruchskriminalität zurückzudämmen? Nein, wir sind noch nicht am Ziel. Aber dass es von einem auf das letzte Jahr runtergegangen ist um 15,7%, ist der richtige Weg. Und wer hat die erfolgreichen Präventionsprojekte gegen Rechtsradikalismus, gegen Salafismus, gegen Jugendkriminalität aufgebaut? Da sind wir bundesweit Vorreiter. Und das ist gut so, dass die anderen jetzt bei uns abkupfern. Unsere Jugendkriminalität ging um fast 20% nach unten. Und auch in den anderen Themen zeigen wir Erfolge. Und deshalb ist gut, dass jetzt auch der Bund endlich in die Prävention einsteigt. Nach den schrecklichen Vorfällen in Köln haben wir umgehend einen 15-Punkte-Plan umgesetzt. Unter anderem mehr Videobeobachtung, schnellere Verfahren, deshalb auch mehr Justizstellen, engere Zusammenwirkung, damit die Strafe schneller auf die Tat folgt. Und wer kämpft gegen die organisierte Kriminalität mit Zuwanderern aus Osteuropa in den Stadtteilen von Duisburg, Dortmund, Gelsenkirchen und anderswo? Wer hat alle erstmals an einen Tisch geholt? Stadt, Arbeitsagentur, Zoll, Familienkasse, Polizei und Justiz. Razzien durchgeführt, kriminelle Strukturen aufgespürt und bekämpft. Wir werden diesen Staat
Stadtteilen neue Perspektiven, neue Möglichkeiten geben. Deshalb haben wir das Wohnungsaufsichtsgesetz gemacht. Die Schrottimmobilien können Sie jetzt endlich dank Bundesentscheidung kaufen und abreißen. Und wir werden Stadtentwicklungsmittel dort hineingeben, damit die Menschen dort wieder gut leben können in diesen Stadtteilen. Das ist der beste Kampf gegen diese kriminellen Banden. Und das waren wir, die SPD, hier in diesem Land. Und neben all diesen Themen haben wir auch noch unseren Beitrag geleistet, und der ist wichtig, wenn man an die Kinder, an die nächsten Generationen denkt. Wir haben unseren Beitrag geleistet dazu, Schöpfung zu bewahren, Klimaschutz voranzubringen. Wir kümmern uns um Heimat im Quartier. Wir kümmern uns um die ländlichen Regionen. Wir lassen sie nicht im Stich. Wir wollen, dass man dort gut leben kann in Zukunft. Deshalb werden wir in diese Bereiche noch mehr investieren. Und wir stehen wie kein anderer für den Zusammenhalt dieses Landes. Das hat NRW stark gemacht. Daran wollen wir weiterarbeiten. So tickt die SPD in Nordrhein-Westfalen. Wir tun das mit klarer Haltung. Mit einer klaren Haltung, so wie jeder uns kennt in diesem Land. Klare Haltung gegen rechts, gegen die, die spalten wollen, Demokratie angreifen. Klare Haltung für Europa, für unsere freie und offene Gesellschaft. Das ist das Ziel, das ist aber auch unsere DNA. Gerade hier in dieser Region wissen wir doch, was es bedeutet, wenn Menschen aus der Fremde kommen und sie bei uns aufgenommen werden müssen. Und wir wissen, wie wichtig es ist, von Anfang an das Richtige zu tun. Deshalb haben wir einen Integrationsplan. Deshalb gehen wir nicht einfach kleckerweise daran, sondern klotzen bei diesem Thema. Weil wir wollen, dass diese Menschen uns bereichern in Nordrhein-Westfalen. Unser Land mit zukunftsfähig machen. Das ist Politik der SPD. Und eins ist mir noch wichtig, Martin, weil du den Punkt, diesen zentralen Punkt auch immer so in den Mittelpunkt stellst. Respekt. Wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal, wir wollen das jetzt ehrlich tun, eine Respektwoche durchgeführt. Es ist uns wichtig, dass die Gesellschaft darüber diskutiert, wie wollen wir eigentlich in Zukunft miteinander umgehen. Ich freue mich darüber, dass so viele mitgemacht haben, Schulklassen, Gewerkschaften, viele Organisationen, Kirchen. Alle haben sich eingebracht. Und es zeigt, wir haben den richtigen Nerv getroffen. Die Menschen machen sich Sorgen. Sie wollen diese Veränderung, die da sichtbar werden, auch im Netz. Sie wollen sie nicht. Und sie stehen auf dagegen. Und das ist gut so. Und das ist unser Ziel, dass der Zusammenhalt in diesem Land bestehen bleibt. Dafür steht die SPD. Das machen wir. Klare Haltung. Die hat auch was mit unseren Grundwerten zu tun. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Seit 154 Jahren. Immer mit Herzblut. Klare Haltung braucht aber auch einen klaren Plan. Und deshalb haben wir lange und intensiv an unserem Programm gearbeitet. Es ist ein gutes Programm. Es zeigt auf, was wir nach dem, was wir schon geschafft haben, jetzt noch tun müssen. In manchen Punkten kommen wir noch Schritt für Schritt voran. Kein Kind zurücklassen, die Strukturveränderung machen wir jetzt landesweit. Den Kita-Bereich müssen wir endlich ganz neu finanziell aufstellen. Noch mehr Qualität, noch mehr Plätze, flexible Öffnungszeiten und die Kita-Gebühren fallen 30 Stunden. Das ist die Entlastung für Familien, die die SPD in diesem Land umsetzen will. Im Bereich Schule sagen wir klar, wir haben erkannt, G8, G9, dieser Streit bringt uns nicht weiter. Wir sagen zu, an jedem Gymnasium wird jedes Kind, das es wünscht, wieder G9 machen können. Das ist Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen. Kita haben wir angefangen. Ungleiches ungleich behandeln. Die Kitas in schwierigen Stadtteilen kriegen mehr Geld, mehr Personal. Und das Gleiche wollen wir auch bei Schule. Wir wollen den Ganztag verlässlicher machen. Wir wollen Transparenz über Unterrichtsauswahl, die Schüler-Lehrer-Relation verbessern, mehr multiprofessionelle Teams. Bei der Inklusion schauen wir genau hin, prüfen und besser nach. Das haben wir uns vorgenommen. Und wir werden auch die Lehrerbesoldung anpassen. Das ist konsequente Politik. Die macht in Nordrhein-Westfalen nur die SPD. Weil wir kein Wackeldackel sind, ganz klar. Die Studiengebühren bleiben abgeschafft. Punkt.
Den Kommunen wollen wir weiterhelfen. Wir kämpfen für einen Altschuldenfonds, damit sie endlich von dieser Last befreit sind. Wir werden in Städte und Quartiere investieren, ein Sofortprogramm, um Spielplätze wieder auf Vordermann zu bringen, 1000 Quartiere energetisch sanieren, ein Krankenhausinvestitionsprogramm auf den Weg bringen. 1,2 Milliarden werden in den ländlichen Raum geben. Da leben 6 Millionen Menschen in unserem Land. Die müssen sich darauf verlassen, dass es auch in Zukunft noch wohnortnah Schulen gibt, Einkaufsmöglichkeiten gibt, Ärzte und Busse und Bahnen. Das ist unsere Aufgabe für die nächsten 5 Jahre, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir stehen für Innovation. Wir haben den Wissenschaftsetat um 45% schon angehoben. Wir wollen jetzt, dass es eine steuerliche Förderung für Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen bei Unternehmen gibt. Da fehlt uns nämlich die Innovationskraft. Wir wollen unsere industriepolitischen Leitlinien umsetzen, Altflächen aufarbeiten, Bürokratie abbauen. Wir prüfen ein Turbogenehmigungsverfahren und wir wollen die duale Ausbildung stärken. Deshalb machen wir den Meister gebührenfrei und schaffen ein Azubi-Ticket in Nordrhein-Westfalen, weil uns alle gleich viel wert sind in diesem Land. Wir werden die Infrastruktur stärken, die auch den ÖPNV. Eine einheitliche Tarifstruktur ist unser Wunsch, damit nicht mehr alle vor dem Fahrkartenautomaten stehen, so wie ich da gelegentlich stehe, wenn ich irgendwo anders im Land unterwegs bin und nicht in meinem heimatlichen Beritt. Wir wollen abgasfreie Busse, weil wir auch uns Sorgen machen um die Gesundheit derjenigen, die an den hochbelasteten Straßen wohnen. Das ist doch auch eine soziale Frage. Da wohnen doch die Menschen mit kleinem Einkommen. Deshalb kümmern wir uns als Sozialdemokratie darum. Deshalb ist das unsere Aufgabe für die nächsten 5 Jahre, liebe Freundinnen und Freunde. Wir werden weiterkämpfen für den sozialen Arbeitsmarkt. Wir wissen, wie wichtig es ist, gerade mit Blick auf Digitalisierung, Bildung und Ausbildung schnell und gut zu verändern. Und wir investieren weiter in die Sicherheit. Mit uns gibt es demnächst 2300 neue Polizistinnen und Polizisten jedes Jahr. Wir wollen mehr von denen auf der Straße. Wir wollen mehr Kripo-Beamte und wir wollen das auch im ländlichen Bereich nicht eine Verschlechterung der Sicherheitsarchitektur stattfindet. Das ist unsere Politik für Nordrhein-Westfalen, liebe Freundinnen und Freunde. Und das alles sind nur die zentralen Punkte in unserem Programm. Aber wenn man das durchliest, dann liest man und spürt man, da ist jemand unterwegs mit einer Botschaft, mit einem Ziel. Da ist jemand unterwegs, der es ernst meint, die Situation der Einzelnen in diesem Land zu verbessern. Wir haben unser Plan. Wir wollen unser Land, was so schön ist, was so liebenswert ist, wie es Ella Anschein vorhin beschrieben hat. Wir wollen dieses Land noch gerechter, noch zukunftsfähiger machen. Darum geht es am 14. Mai. Lasst uns dafür kämpfen. Es lohnt sich. Auf geht's. Glück auf, liebe Freundinnen und Freunde. Und lasst uns das alles tun mit viel Herzblut und vor allem mit viel Spaß an der Sache. Das ist Sozialdemokratie in Nordrhein-Westfalen. Danke euch. Mit so tollen Mitgliedern, mit so toller Unterstützung können wir nur erfolgreich sein. Am 14. Mai und am 24. September, da geht's ums Kanzleramt. Dahin geht Martin Schulz, liebe Freundinnen und Freunde.